Leute, wie ihr sehen könnt, meine Haare sind gefärbt und wenn ich sowas mache, ja, dann müssen wir natürlich auch über die Vor- als auch über die Nachteile vom Haarefärben sprechen. I'm not the real Slim Shitty, but please stand up. Heute sprechen wir über die Vorteile vom Haarefärben. Und wenn ich über das Haarefärben spreche, dann meine ich grundsätzlich das Wechseln einer Haarfarbe, ungeachtet davon, ob es eine Tönung, eine Färbung oder eine Blondierung ist. Nur das mal nebenbei am Rande. Der erste offensichtliche Vorteil ist ganz klar, Leute, ihr könnt es sehen, die Typveränderung. Gerade wenn man sich auch jetzt zum Beispiel bei mir mal die Vorher-Nachher-Bilder anschaut, auch bei kurzen Haaren hat man einfach eine grundsätzliche Typveränderung. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet lange Haare, Leute, dann sieht das Ganze noch viel krasser aus. Je nachdem, wie strapazierfähig eure Haare sind, könnt ihr natürlich auch verschiedene Haarfarben einfach mal ausprobieren. Und einige Sportler machen das auch, machen das teilweise sogar zu ihrem Markenzeichen und haben ständig neue Haarfarben. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass ihr die Möglichkeit habt, mit einer Haarfärbung einfach eine super schnelle Typveränderung hervorzurufen und das möglicherweise auch zum Markenzeichen zu machen. Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt ihr? Wie sehe ich aus? Wem ähnele ich jetzt? Welcher Star kommt euch in den Kopf, wenn ihr mich jetzt so sieht mit dieser Typveränderung? Ich bin gespannt, ob der Real Slim Shady ist oder jemand anderes. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Zweiter Vorteil, du kannst ein Highlight setzen. Und mit Highlight meine ich jetzt nicht, dass du dir Highlights in die Haare reinmachst, sondern ich meine, dass du zum Beispiel dein Look and Feel unterstreichen kannst. Heißt, wenn du zum Beispiel sehr, sehr blaue Augen hast, kannst du mit einer Haarfarbe deine Augenfarbe zum Beispiel nochmal unterstreichen. Oder wenn du zum Beispiel deinen Kleidungsstil nochmal unterstreichen möchtest oder hervorheben möchtest, kannst du das natürlich auch mit einer Haarfarbe dementsprechend passend abrunden. Ich meine, das kann natürlich auch ins Negative rutschen, wenn du zum Beispiel von oben bis unten top gestylt bist, kleidungstechnisch, aber oben auf dem Kopf deine Frisur aussieht wie ein bunter Teller Knete, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber du kannst tatsächlich, wenn du es gut und richtig machst, mit deiner Haarfarbe ein besonderes Highlight setzen und etwas an dir oder an deinem Stil unterstreichen und hervorheben. Drittens, du kannst deinen Haaren mehr Textur verleihen. Wenn du zum Beispiel sehr glatte, feine Haare hast mit sehr wenig Struktur und wenig Textur, dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit mit farblichen Akzenten oder Highlights, ja, oder auch Strähnchen, die Möglichkeit, deine Haare einfach so ein bisschen mehr Struktur zu geben, beziehungsweise einfach deine Haare aussehen zu lassen, als hätten sie einfach ein bisschen mehr Struktur aufgrund dieser farblichen Akzente. Viertens, Leute, kurze Frage, sehe ich eigentlich jünger aus? Also jetzt mit den blonden Haaren? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, mit Haarfarbe jünger auszusehen. Gerade dann, wenn ihr zum Beispiel langsam grau werdet und ihr zum Beispiel schwarze Haare habt, die Haare langsam grau werden, habt ihr natürlich die Möglichkeit, eure Haare zu färben und dementsprechend dann auch jünger auszusehen. Ja, ist, glaube ich, klar, oder? Fünfter Vorteil, du kannst mit einer neuen Haarfarbe einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Ich meine, du kannst mit allem einen neuen Lebensabschnitt beginnen, aber ich glaube, gerade bei Haarfarben ist das der Fall, dass man den Vorteil hat, da irgendwie eine so krasse Typveränderung hervorzurufen, dass man irgendwie ein neues Kapitel beginnt. Das machen ganz, ganz viele Leute, auch wenn sie zum Beispiel lange Haare hatten, die Haare abschneiden oder viele Frauen, die sich vielleicht von ihrem Göttergarten trennen, aus welchen Gründen auch immer, gehen dann zum Friseur und lassen sich die Haare färben. Fragt mich nicht warum, aber ich habe es einfach mal als Vorteil reingemacht, auch wenn es kein wirklicher Vorteil ist, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Sechster Vorteil, mit Farbe hast du die Möglichkeit, deine Haare gesünder aussehen zu lassen. Wenn du zum Beispiel im Laufe der Zeit das Gefühl hast, dass deine Farbbrillanz deine Haare einfach so ein bisschen nachlässt und deine Haare vielleicht auch ein bisschen stumpf aussehen, vielleicht nicht mehr ganz so gesund aussehen, wenn du zum Beispiel im Urlaub gewesen bist und aufgrund von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel aufgrund von Salzwasser, Sonneneinstrahlung etc., deine Haare einfach nicht mehr so young und fresh aussehen, dann hast du die Möglichkeit mit Farbe die Haare einfach wieder jünger aussehen zu lassen. Heißt nicht, dass sie gesünder sind oder grundsätzlich gesünder sind als vorher, sondern dass sie einfach gesünder aussehen. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil. Und wenn die Haare gesünder und frischer aussehen, dann hast du siebtens auch noch einen anderen Vorteil. Denn wenn dir das Gefühl gibt, dass du frischere Haare hast, gesündere Haare hast und einfach eine schönere Optik aufgrund deiner Haarfarbe, dann gibt dir das unter Umständen natürlich auch einen Selbstbewusstseinspush. Heißt, du kannst mit einer Haarfarbe möglicherweise auch dein Selbstbewusstsein einfach nochmal so ein bisschen stärken. Alright, Leute, das waren die Vorteile vom Haarefärben. Falls ihr noch einen Vorteil kennt, den ich heute nicht erwähnt habe, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten bin ich sowieso grundsätzlich gespannt, was ihr so schreiben werdet. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.